Tja, Leute, wir sind auf dem besten Weg, dieses Spiel zu 100% abzuschließen. Hey guys, euer Endsmash wieder hier im Drücker. Wir haben in der letzten Aufnahme sämtliche Herztintenfische gefunden, eingesammelt, sie zu weiteren Herzhaltern verarbeitet auf richtig brutale Art und Weise. Und ja, Leute, wir haben das Spiel schon mal zu 90% fertig. Fehlt also nicht mehr viel. Was wir noch tun müssen, ist ein bisschen shoppen. Ihr seht es vielleicht oben rechts hier, 999 Edelsteine. Die möchten wir jetzt ausgeben. Und glaube allerdings, wenn ich das so richtig gerechnet habe. Ach Leute, ich habe es nicht gerechnet. Ich habe es vorher schon mal ausprobiert. Ja, es wird nicht ganz reichen. Wir werden noch mal kurz Edelsteine suchen müssen, farmen. Aber nicht viel. Das sollte, denke ich, schnell gehen. Das meiste von dem Equipments und Updates und so weiter, beziehungsweise Upgrades, haben wir ja schon gekauft, würde ich mal sagen. Es fehlt jetzt noch der Power-Tritt. Aktion eines fortgeschrittenen Kämpfers. Ein kraftvoller, offensiver Angriff. Na dann her damit. Her mit diesem offensiven Angriff. So, dann die seidige Creme. So, und dann noch das Shampoo. Für ein bisschen mehr Schaden. Ach, stimmt, ja, jetzt reicht's nicht, ja. Okay, ja, ihr seht, ein verdammter Edelstein fehlt. Egal, den, ja, das gehen wir uns jetzt noch schnell holen. Wir haben hier gleich ein paar Gegner hier nebendran, die hoffentlich schnell ein paar Edelsteine für uns droppen werden. Also ich würde mal stark vermuten, dass es eventuell zu einer sehr hohen Wahrscheinlichkeit die letzte Aufnahmesession sein wird zu Shantae in the Pirate's Curse. Finde ich persönlich irgendwo ein bisschen traurig, aber irgendwo bin ich dann auch froh, wenn das Projekt abgeschlossen ist. Na komm, ein bisschen machen wir noch hier, ein bisschen hier drüber. Weil ich möchte eigentlich noch so ein bisschen, so ein paar Hilfsmittel auch noch einkaufen. Sowas wie Autotrank und irgendwie sowas. Weil für den letzten Abschnitt dieses Spiels möchte ich eigentlich gerne voll aufgerüstet sein. Beziehungsweise ausgerüstet. Ja. Weiß nicht, ob ich das schneiden werde. Eventuell. Weil, ja, dauert noch ein bisschen. Leute, ich würde sagen, ich schneide hier an der Stelle, bis ich wieder ein bisschen Geld gesammelt habe. Und dann sehen wir uns gleich wieder im Shop. So, wie versprochen, hier sind wir. Nochmal ein bisschen Geld gefahren. Wir haben jetzt wieder 515 Edelsteine. Ich hoffe, es reicht. So, Shampoo, hier. Zack! So, damit haben wir jetzt alle Upgrades hier uns gekauft. Jetzt, ja, bräuchte man eigentlich noch ein bisschen noch ein paar Ausrüstungsgegenstände hier. Ja, Autotrank dreimal. Eigentlich könnte man noch mehr haben. Wir haben hier Pikenball und so weiter. Den ganzen Schmarrn hätte ich eigentlich gerne. Was fehlt hier eigentlich noch? Da fehlt doch noch ein Slot. Beziehungsweise da ist noch ein Slot frei. Ist hier Autotrank, Monstermilch, Supermonstermilch, Fleischlutscher, bla bla bla, Fleischspieß. Fackel, Pikenball. Das haben wir doch eigentlich alles schon. Ja gut. Leute, wisst ihr was? Sorry, ich gehe noch mal ganz kurz Geld fahren, weil ich will auf Nummer sicher gehen. Ich möchte hier alles kaufen. So, ich werde jetzt hoffentlich genug Geld haben, um mich dementsprechend ausrüsten zu können. Ja, und ich weiß jetzt
glaube ich, auch welcher Gegenstand in meinem Inventar noch gefehlt hat. Und zwar Trank. Trank hat uns noch gefehlt, würde ich mal behaupten. Ja, dreimal bitte. So, schauen wir. Ja, tatsächlich, es war der Trank. Der Trank war das letzte Item hier in unserem Inventar, was uns gefehlt hat. Phew. Gut, schauen wir doch mal, was wir hier uns noch kaufen können. Autotrank wäre halt nicht schlecht. Super Monstermilch. Ja, komm, kaufen wir auch mal. Hier so, zack. Oh, das Geld ist schon fast wieder alle. Attenfackel brauchen wir jetzt nicht unbedingt. Autotrank würde ich gerne noch mitnehmen. Autotrank könnten wir noch einmal, glaube ich, nehmen. Zack. Ja. So sieht's aus. Trank. Wie macht der Trank? Benutze einen Trank, um Leben wiederherzustellen. Ja, aber wie viel? Bestimmt nicht viel. Okay, die Monstermilch ist... Ich habe mich noch nie damit beschäftigt, was macht die Monstermilch eigentlich? Ja, verstärkt unsere Angriffskraft. Wäre eigentlich auch nicht schlecht. Also zum Regenerieren, das wäre halt schon wichtig. So, den Trank hier noch vollständig aufgefüllt. Piratenfackel brauchen wir jetzt nicht. Was wir jetzt halt noch kaufen könnten, wäre jetzt halt noch Supermonstermilch. Was halt nicht schlecht wäre. Könnten wir uns noch einmal kaufen, dafür bräuchten wir aber nochmal 200. Und ich würde sagen, die suchen wir uns jetzt noch schnell zusammen. Oh, so, vollständig ausgerüstet hier mit sämtlichen Tränken, Erholungs-Items und schieß mich tot. Piraten, ja genau. Piratenfackel brauchen wir jetzt nicht unbedingt. Aber sonst haben wir jetzt alles gut. Leute, wir können endlich zur finalen Insel. Hat ja nur ewig und drei Tage gedauert. Whisky, komm, wir sind bereit. Wir haben sämtliche Herztintenfische und die ganze dunkle Magie eingesammelt. Jetzt heißt es ab zu der Insel, zu der letzten Insel, dem einsamen Grab. Ohoho! Was ist so lustig? Du machst mir Angst! Diese Schutz-Genies haben aber echt ein Ding mit ihm gedreht. Irgendwo im Nirgendwo, perfekt versteckt vor neugierigen Augen. Hier gibt es sogar eine Art magnetische Anomalie, die den Kompass verwirrt. Es war fast perfekt. Fast. Gut, er weiß wahrscheinlich, dass wir hier sind. Ich werde ein paar Sätze mit dem Kapitän sprechen müssen. Danach legen wir diesen Ort mit Sprengstoff aus und jagen ihn in die Luft. Kann er uns wirklich hören? Keine Angst. Nicht mehr. Wie auch immer. Wenn irgendwas schiefgehen sollte, möchte ich, dass du die gesamte restliche dunkle Magie einsammelst. Und sie zerstörst. Verstanden? Aber Risky, hast du nicht gesagt? Das ist ein Befehl! Verstanden. Gut. Ich bereite ein paar Pulverfässer vor, um dem Pirate Master endgültig den Chaos zu machen. Verlauf dich nicht. Mach dir da keine Sorgen. Die Insel ist nicht besonders groß. Da sind wir auch schon. Da ist es. Still wie ein Grab. Liegt vielleicht daran, dass es eins ist.
Ohne die dunkle Magie, von der er Macht gewinnen kann, ist er im unendlichen Abgrund verschwunden. Eigentlich schade. Ich meine, was ist schon ein Sieg wert, wenn man ihn nicht ins Gesicht des Gegners reiben kann? Was war das? Ach du Scheiße! So, du hast es also trotz allem geschafft, zurückzukehren. Aua, er ist kein Mensch. Risky Boots. Wie kannst du es wagen, mich zu hintergehen? Du bist nichts weiter als ein Schatten. Ich nehme keine Befehle von dir entgegen. Du hast zugeschaut, wie ich im Kampf gefallen bin und hast nichts getan. Du hast mein Schiff und meine Besatzung gestohlen. Und jetzt zerstörst du meine Agenten und störst den Fluss der dunklen Magie. Das habe ich tatsächlich. Dafür wirst du bezahlen. Kein Grund, sich so aufzuregen, Kapitän. Siehst du dieses Mädchen? Sie ist der Nachkomme deren, die dich eingesperrt haben. Die Genies sind der wahre Feind. Nimm sie und wir sind quitt. Alter Risky! Das kann warten. Du bist es, die ich will. Du wirst für deine Untreue bezahlen. Ich habe genug von deinen verdammten Befehlen. Deine Zeit ist vorbei. Geh zurück ins Grab, wo du hingehörst. Narr! Du gehörst mir. Whisky! Was ist das? Du wagst es, mein Gesicht wie eine Trophäe zu tragen? Gib mir das! Zuerst werde ich den Palast erobern. Und dann, wenn meine Kraft zurück ist, werdet ihr Zeuge des Endes eurer Welt. Alter, Leute, guckt euch mal das Face an. Risky hat einfach sein Gesicht quasi als BH und Slip getragen? Ich glaube, das ist nicht so gut. Oh nein! Ich muss die anderen warnen. Aber was hat Risky gesagt? Ich solle zuerst alle dunkle Magie finden? Aber das haben wir doch schon! Was würde das bringen? Ja, 100%, Shantae. 100% Let's Play. Oha, Alter, wollte Risky uns tatsächlich an den Pirate Master ausliefern, um ihre eigene Haut zu retten? Alter, ey, das gibt's doch nicht, ey. Dampfgetriebener Ozean Tinkertop Mark II? Sieht so aus, als wären nur noch du und ich übrig. Mal schauen, ob ich das Zeug zu einem echten Piraten habe. An Bord? An Bord, ihr Landratten! Es ist Zeit, die Planke auszutauschen. Was? Es ist Zeit, die Planke auszutauschen. Ankerlichten! Was? Es geht los! Och, Shantae, aus dir wird echt kein Pirat mehr. Hiss den Hauptfegel. Was? Den Hauptfegel? Ruder nach Bord, Steuer! Hi, Captain! Ach, Shantae. Shantae, du bist doch so eine Zuckersüße, ey. Alter, was ist mit Scuttletown passiert? Sieht nicht mehr so einladend aus und Risky ist nicht mehr bei uns, logischerweise. Der Pirate Master hat sie einfach mitgenommen. Alter, wie sieht's denn hier aus, ey? Richtig beschissenes Kackwetter. Es regnet hier, niemand ist da, alles dunkel, alles
Einfach nur ekelhaft, kalt und stinkend. Oha. Man merkt, es geht Richtung... Alter, selbst hier diese finsteren Kreaturen aus der Schlammpampeninsel sind hier. Komm, geht weg. Ich kann euch nicht mehr sehen. Ja, ich kann euch echt nicht mehr sehen. Es ist einfach alles nur noch diese Silhouette. Mann, ich möchte hier sputen, ey. Lass mich hier nochmal Speed aufnehmen. Toll. Ich weiß schon, warum ich euch hasse, ihr Mistviecher. So, jetzt aber. Meine Phrasen, ey. Puh, boah, fast in die Grube gefallen. Alter, wenn das hier schon so kacke aussieht, wie sieht denn erst der Palast aus? Lassen Sie mich durch. Ich bin... Gut, ich bin kein Halbgenie mehr. Ich bin nur noch ein langweiliger Mensch. Oha. Selbst die Waffen... Ich sag schon wieder Waffen, ey. Wie damals in Part 1. Geil. Auch die Wachen wurden hier ausgenockt, ey. Hallo, geht's dir gut? Anscheinend nicht. Aber wenigstens atmet er noch. Und der knitscht hier. Alter, was sieht denn hier aus? Was ist das hier? Irgend so, keine Ahnung, irgend so Geschwür, was hier wächst. So also richtig. Ja. Und hier? Hier geht's nicht weiter. Ja. Gut, wenn es hier nicht weitergeht, dann gibt es nur noch einen Weg. Und zwar nach oben. So, jetzt machen sich die ganzen... Hier, das ganze Equipment von Risky macht sich jetzt wieder bezahlt und ja, jetzt kommt ein richtig ekelhafter Hindernisparcours. Diese Instant-Death-Stacheln! Oh Gott, ey. Ich wette, wir werden es nicht im First Try schaffen. Oh Gott! Hilfe! Oh! Also, das haben wir wenigstens schon mal geschafft. Holy smokes. Also die Musik nochmal so richtig episch. Oh nein, bitte nicht. Oh, warte. Ja. Gute Entscheidung. Hier, mach keinen Scheiß. Oh Gott. Und das nochmal. Oh, yes. Alter, ja genau, raste doch völlig aus. Nicht nach oben? Ah! Way forward! Ihr wolltet mich verarschen, aber nicht mit mir. War ja klar, dass das nicht hier nicht irgendwie gehen konnte. So, jetzt haben wir jetzt hier quasi so eine Abkürzung geschaffen. Dass wir auch von ganz unten wieder hierher kommen können. Alter, was ist das hier? Alter, ihr voll. Wieso hängen hier Augen rum in so ein Ekel? Ich will nicht wissen, was das da an der Wand ist. Was wirklich irgendwie so ekelhaftes Geschwür ist. Da kommst du dir ja vor wie bei Corpse Party, ey. Oh nein, 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 oh nö, ich hasse diesen Abschnitt, ja, der war so richtig kacke. Warte, der war richtig kacke, ey. Der war einfach nur Bullshit. Konnte ich auf den Stacheln laufen? Tatsächlich, ja. Aber ich darf nicht dagegen rennen. Och Gott, nö, ey. Nein! Oh, ich hab abgebremst, verdammt. Oh, hoffe, ich will jetzt hier schon wieder gleich meine Tränke verbrauchen. Ja, das war selten dämlich. Kann ich hier keine Safe States setzen? Das wäre echt knorke. Warum bin ich jetzt abgebremst? Hm.
ist hier jetzt eigentlich so ein Kurs, den du auswendig lernen müsstest? Nein, schon wieder, schon wieder. Nein! Smash, jetzt konzentrier dich doch mal. Und hey, rastet hier auch schon aus. Schon wieder, schon wieder, schon wieder, schon wieder. Diese Ecke ist so... Psychospielchen hier, ey. Why? Oh nein! Nein! Oh, Mist! Solche Abschnitte. Oh nein, das ist noch nicht vorbei. Okay, das war doof. Oh nö, 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 das ist fies. Das ist fies. Das ist eine fiese, fiese Kacke. Oh, Shantae. Du wahnsinnige Irre. Ja, genau. Hast du doch völlig aus. Gott, ey. Ey, das ist doch Wahnsinn. Ja, ihr merkt schon. Ihr merkt schon, was für eine Kacke hier einen wieder erwartet. Way Forward, ihr habt überhaupt nicht übertrieben oder so, ey. Überhaupt nicht. Ach Gott, ey. Oder? Jetzt müssen wir hier uns so einen Weg durchbahnen. Wenn wir Pech haben und ich tue zu viel abbauen. Hohoho, Alter. Das war eigentlich voll die Gesichtsmassage hier. Gott. Alter. Gott, ey, das ist so fies. Das ist so fies. Hui! Das ist jetzt so eine Sache. Wie mache ich das jetzt am besten? Nee, das geht so nicht. Nein! Ach, Mist! Aber wenigstens bleiben die Steine. Hier wieder hier Gesichtsmassage. Die Musik. Toll, das war ja mal richtig blöd. Aber wenigstens ist jetzt der Weg frei. Da wäre selbst Deutschbanken, Raiffeisenbanken stolz auf mich. Ho, hoa, hui! Ah, cool, ich kann das so abballern. Ah.
Huhuhuhu. Ja, gib mir mal ein paar Herzen. Ein paar Herzen für Shantae. Hey, Lotte, wenn ihr wisst, wie mein Herz klopft. Mein Herz klopft schon wieder wie wild oder irgendwie so ähnlich. Ja, wer kennt das noch? Was musste ich hier jetzt machen? Achso, okay. Okay! Nein! Nein! Hui! Alter Schwede, ey, was war das denn, ey? Ihr kleinen Schlawiner, ihr kleinen Stinker.